In diesem Video lernt ihr etwas über Quallen. Wenn wir an Quallen denken, dann haben wir meistens so ein Bild im Kopf. Allerdings durchlaufen Quallen mehrere Lebensstadien, in denen sie jeweils unterschiedlich ausschauen. Die Qualle per se ist also im Prinzip das adulte Tier und diese adulten Quallen, die vermehren sich sexuell und bringen sogenannte Planula-Larven hervor. Diese Planula-Larve schwimmt frei im Wasser, bis sie sich an einem geeigneten Ort absetzt und dann sich zu einem Polypen weiterentwickelt. Und der Polyp ist dann sessil, das bedeutet, er verändert seinen Standpunkt nicht mehr. Der Polyp seinerseits kann sich dann wiederum durch asexuelle Knospung fortpflanzen. Ja, der bringt dann einfach weitere Polypen zum Vorschein. Wenn die Umweltbedingungen passen, bilden sich aus einem Polyp mehrere Quallen. Das bezeichnet man dann als Strobilation und diese Quallen wachsen dann wiederum zu adulten Quallen heran und die pflanzen sich dann sexuell fort und bringen dann erneut wieder diese Planula-Larven hervor. Quallen ernähren sich größtenteils von kleinen Wassertieren, die sie mit ihren Tentakeln fangen. Die Tentakeln besitzen sogenannte Nematozyten oder Cnidozyten, das sind Nesselzellen und die beinhalten eine Kapsel und dort ist so eine kleine zelluläre Harpune drinnen. Wenn jetzt diese Nesselkapsel ausgelöst wird, dann schießt diese Mini-Harpune hervor und gibt ein Gift ab und dieses Gift tötet dann die Beute. Dieser Vorgang ist einer der schnellsten Mechanismen im Tierreich. Dieser Nesselfaden, wie man ihn auch nennt, kommt mit einer Geschwindigkeit von 10 Meter pro Sekunde. Die Beschleunigung, die was dabei aufkommt, beträgt rund 5 Millionen G. Ein Ferrari zum Beispiel, ja, der geht in ungefähr 6 Sekunden von 0 auf irgendwas 150, würde sich so ein Nesselfaden mit dieser Beschleunigung kontinuierlich für 6 Sekunden weiter bewegen, würde er eine Geschwindigkeit erreichen, die nahe bei der Lichtgeschwindigkeit liegt. Die Nesselwirkung von Quallen kann auch für Menschen unangenehm werden. Es gibt einige wenige Arten, die uns sogar gefährlich werden können. Als sehr gefährlich gelten zum Beispiel die Vertreter der Würfelquallen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal.